So, guten Morgen. Wir haben mal wieder ein bisschen Aufbaustress. So. Endlich brauche ich mal den Schirm. So, herzlich willkommen in Bleichach, Kleinstadt, ein Stückchen südlich von Immenstadt. Strecke Immenstadt-Oberstdorf. Bleichach ist der erste Bahnhof nach Immenstadt. Weiter geht's dann nach Sonthofen. Die nördliche Bahnhofsausfahrt mit einem, ja, sozusagen klassischen kleinen BÜ. Jetzt müssen wir erstmal hier den Traktorknopf machen. Ich liebe das, im Allgäu Moin zu sagen. nördliche Bahnhofsausfahrt, zuständig ist noch das ESTW Innenstadt. Dort sitzt da auch der entsprechende Fahrensleiter oder Fahrensleiterin. Bleichach ist Kreuzungsbahnhof, der allerdings so ein bisschen auf Reserve läuft. Planmäßig findet hier, glaube ich, nur eine Kreuzung oder so am Tag statt, damit das hier im frontvordere Gleis auch mal benutzt wird, das Gleis 2. Ansonsten wird hier drauf eigentlich nur im Verspätungsfall zurückgegriffen, weil vom anderen Bahnsteig, also es gibt keine Bahnsteigüberführung, man kann das nur erreichen über den Bahnübergang auf der anderen Seite. So, und das ist dann mitunter etwas umständlich. Daher wird hier in aller Regel nur Gleis 1 benutzt, wenn es nicht anders geht. Oder mal für eine Durchfahrt Gleis 2. Ja, Lichtzeichen. E-Gong. Und Halbschranke, signalgesteuert aus beiden Richtungen. DB-Fernverkehr sehen wir auch gleich endlich hier das erste Mal. Mit IC, zwei ICs pro Tag und Richtung. Morgens aus Oberstdorf raus, nachmittags, abends in Oberstdorf an. Einmal nach Hannover. Ein 5-Wagen-Zug, der dann in Augsburg noch Wagen aus Berchtesgaden dran bekommt. Und dann geht es über Würzburg nach Hannover. Und der andere Zug ist ein kompletter. Der hat dann, glaube ich, planmäßig 9 Wagen und geht dann nach Dortmund über Stuttgart und Koblenz, also bei uns zu Hause lang. Ne? Wenn ich den in Andernach oder Remagen oder so fahre, dann durchlasse, dann werden immer Urlaubserinnerungen auf jeden Fall wach, das kann man so sagen. Ansonsten haben wir den RE76 München-Oberstdorf über Buchloe, Kaufbeuren, Kempten, Immenstadt, Sonthofen, Fischen-Oberstdorf. Den RE75 Ulm-Oberstdorf über Memmingen, Kempten, Immenstadt, Sonthofen, Fischen-Oberstdorf.
und den RE17 Augsburg-Oberstdorf über Buchloher Kempten im Stadtsonthofen Fischen-Oberstdorf. Die Ulmer Linie, der RE75 fährt planmäßig mit Pesa Link, Baureihe 633, dreiteilig, wobei im Moment aber auch ein Umlauf ersatzweise mit 622, Lin 54 fährt. Weiß ich nicht, ob wir den heute irgendwo zu sehen bekommen. Die Linien nach Augsburg und München fahren mit VT 612. Die IC-Züge sind nicht Wendezüge und werden gezogen von der Baureihe 218. Immer noch schön, das erleben zu dürfen. Güterverkehr ist mir keiner bekannt. Bei Veranstaltungen wie zum Beispiel Skispringen in Oberstdorf ist auf dieser Nebenbahn mehr los als auf manch einer Hauptbahn. Jo. Das dazu. Ja. Dann haben wir es jetzt 9 Uhr. Ja, also wir haben eine Urabstimmung gemacht. Es ist 9 Uhr. Damit bin ich einverstanden. Ja. Endlich stehe ich auch mal im Regen, worauf ich mich die ganze Woche eingestellt hatte. Wird jetzt das erste Mal Realität. Aber hier am dritten von drei Tagen hier unten ist das schon gut, dass ich es bisher eigentlich ganz gut so geschafft habe. Ich habe jetzt auch noch gar nicht aufs Radar geguckt, wie lang es jetzt hier am Schiffen ist. Und es ist ja so leichter Regen, kein Starkregen. Dann geht das schon irgendwie. Viel Freude hier mit den Aufnahmen aus Bleichach im Oberallgäu. So, ich muss mich noch korrigieren bezüglich Bahnsteigzugang. Gleis 2 erreicht man tatsächlich über diesen Bahnübergang, nicht über den anderen. Ist aber dann ein ganz schöner Marsch, ey. Oho.
jetzt angefangen, den Tesa-Link auch Taufnamen zu geben, was beim 612 schon länger der Fall ist. Und der 633 hört jetzt auf den Namen Kaufbeuren. Hallo, das ist aber ein bisschen zeitig, Leute. Was kommt da denn? Oh, dann ist er aber auf die Unminüt. Ja dann, entschuldigt die zu späte Einschaltung. Ich war mit Informieren beschäftigt. Gerade eben wurde ein neuer Warnstreik der EVG bekannt gegeben. Aber ich bin da froh, dass das dann jetzt nach meinem Allgäu-Urlaub ist und nicht währenddessen. Ich wäre hier sehr aufgeschmissen gewesen. Moin. Eine erneute Urabstimmung, 9.30 Uhr. So, und auf dem Weg zum nächsten Bahnübergang, der sehr nah meines Hotels ist, bin ich im unmittelbaren Hotel, kreise mich fertig mit den Dingern, werde ich nochmal schnell in mein Zimmerchen fahren, einmal die dicke Jacke tauschen, genau dafür habe ich sie nämlich mitgenommen, und einmal das Schuhwerk wechseln.
Wegen dem Blickwinkel hat man es nicht gesehen. Der Lokführer hatte gegrüßt, grüßte zurück. Der denkt sich wahrscheinlich auch, hat der keine anderen Hobbys, sich als bei Regen an die BÜs zu stellen. Nee, hat er auch nicht. Und Aufnahme des Zuges Oberstdorf. So, das haben wir. Einen habe ich jetzt gleich noch für euch. Wir kommen gleich sozusagen noch zum Highlight. Wir waren 2020 oder war es 21? 20 müsste es gewesen sein. Waren wir am anderen Ende von Bleichach. Also nicht... an dem Bahnübergang, über den er als erstes fährt, sondern dahinter ist noch mal einer. Da waren wir schon. Ja, und so arbeite ich mich hier durch den Landkreis, sag ich mal. Böser Hai. Dim, 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 dim. Da hinten sieht man noch die Anlage, die wir jetzt noch nicht haben, gefilmt haben. Jo. Ja. Und dann warten wir noch auf ein kleines Highlight in trüben Tagen. Ich sag schon mal auf Wiedersehen für diese Aufnahme. Danke euch fürs Zuschauen. Ja, mein Parkplatz ist wieder ultra konventionell. Aber was keiner weiß, macht auch keinen heiß. Außerdem, ich bin Tourist, ich darf das. Und ja, danke schon mal fürs Zusehen bei diesem Video in Bleichach. Klickt euch hier gerne mal durch die Region hier durch. BÜ-technisch, mittlerweile habe ich jetzt hier alles. Das ist ja mein vierter filmender Aufenthalt hier. Und ja, bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise für mich bis gleich. Und tschüss.